Heute stellen wir euch zwei Klassiker im 18 Volt Handkreissägensegment vor. Die Makita Handkreissägen DSS 610 und 611 aus der LXT-Reihe. In diesem Video zeigen wir euch den kleinen, aber feinen Unterschied beider Sägen. Eins vorweg, Riesenunterschiede bleiben heute aber aus. Aber dazu gleich mehr. Zu Beginn zeige ich dir, was an Zubehör in der Z-Version der Sägen dabei ist. Wenn du mehr über die Typenbezeichnung von Makita wissen willst, haben wir einen Blogbeitrag für dich in der Videobeschreibung zu diesem Thema hinterlegt. Nach dem Lieferumfang gehen wir auf die äußeren Unterschiede ein, danach auf die Verarbeitungsqualität. Wie gewohnt gibt es im Anschluss die technischen Daten. Und testen werden wir die Säge natürlich auch. Also, seid gespannt! Die Handkreissägen kannst du übrigens wie immer bei uns auf einen Blick mit anderen Modellen von Makita und von weiteren Herstellern vergleichen. Die aktuellen Marktpreise von über 30 Händlern bekommst du natürlich auch mit dazu. Alle Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Sicherlich ist die erste Frage, was bekomme ich für mein Geld? Schnell heruntergebrochen ist es in beiden Fällen eine Säge mit einem Sägeblatt, einem Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel und Absaugstutzen. Aber natürlich lässt Makita den Papierkram nicht weg. Der ist auch mit dabei. Kleiner Tipp, bevor ihr wie wild sucht, der Innensechskantschlüssel versteckt sich in Akkunähe. Wie erwartet, lässt die Verarbeitungsqualität beider Sägen keine Wünsche offen. In beiden Fällen ist der Handgriff gummiert und lässt sich sehr gut anfassen. Das Gewicht der DSS 610 ohne Akku liegt bei 2920 Gramm und mit einem 6 Ampere Akku kommen wir auf 3580 Gramm. Das Gewicht der DSS 611 ohne Akku liegt bei 2840 Gramm und mit einem 6 Ampere Akku kommen wir auf 3500 Gramm. Jetzt zu den Gemeinsamkeiten. Die Handkreissägen verfügen über einen Aluminiumsockel mit Schnittlinienmarkierung. Alle Zahlen und Werte sind gut ablesbar. Beide Sägen besitzen einen Auslöser mit extra Sicherung, welchen man über den Daumen betätigen kann. Für den Gesundheitsaspekt des Anwenders hat Makita auch gesorgt. Hierfür ist eine Staubabsaugung auch mit an Bord. Aber Achtung! Beide dieser Sägen sind nicht führungsschienenkompatibel. Also es gibt auch leider keine Adapterlösung von Makita. Außer ihr baut euch diese einfach selber. Zahlen, Daten und Fakten. Der Sägeblattdurchmesser ist mit 165 mm ein Standardmaß im Bereich der Handkreissägen. Genauso wie die 20 mm Bohrung. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen den Sägen. Es ist, Trommelwirbel, die LED der DSS 610 sowie ein Winkelhebel, der die 45 Grad Markierung nicht überschreitet. Ob dies einen Preisunterschied von ca. 20 Euro rechtfertigt, das müsst ihr entscheiden. Hier werden wir das Innere mal kurz und knapp offenlegen. Folgende Schnitttiefen können erreicht werden. Bei 90 Grad sind es 57 mm, bei 45 Grad sind es 40 mm und bei 50 Grad sind es 36 mm. Auch die Leerlaufdrehzahl beträgt 3700 Umdrehungen in der Minute bei beiden Sägen. Die Gesamtlänge der Aluminiumgrundplatte ist 250 mm. Ihr fragt euch bestimmt, ob das mein Ernst ist oder ob ich euch hops nehme. Erstes ist der Fall. Eine kleine, versteckt verbaute LED plus der 45-Grad-Hebel ist der Unterschied zwischen den Sägen. Kommen wir jetzt aber mal zur DSS im Einsatz. Wie sieht also das Fazit aus? Klar, ohne dies zu untermauern ist ja wohl, wer die DSS 611 hat, sollte diese auch mit bestem Gewissen nutzen. Wer allerdings sich zwischen den beiden Handkreissägen entscheiden muss, sollte sein Augenmerk nicht auf die LED der DSS 610 richten, da dieser in einer fragwürdigen Position verbaut wurde und nicht die Markierungslinien auf der Grundplatte beleuchtet, sondern eher auf den Hebel, der als Anschlag dient für den 45-Grad-Winkel. Gerade wenn ihr öfter zwischen dem 0 Grad oder auch 90 Grad zum Werkstück zu dem 45-Grad-Winkel wechseln müsst, ist die Empfehlung bei der DSS 610. Was hältst du von den minimalen Unterschieden der beiden Handkreissägen? Teil uns deine Meinung in den Kommentaren mit, wir freuen uns auf einen Austausch. Um keine weiteren Werkzeugneuheiten und Videos zu verpassen, lass uns ein Abo da. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Flo von den Toolbrothers.